Hey Leute, was geht? Ich habe heute ein neues Video für euch und heute geht es um den guten Marlin, der gestern als SBC in der Foot Fantasy Promo rausgekommen ist. Der kann natürlich noch ein paar Upgrades sammeln, aber ich habe mir direkt gedacht, okay, bei den Facesets gucke ich mir auf jeden Fall jetzt schon mal an und guck mal, wie der so in-game spielt, weil die Facesets sehen natürlich schon sehr cool aus. Also er könnte tatsächlich einer der besten Stürmer der Bundesliga sein, wenn nicht sogar der beste, neben Lewandowski. Einfach mit 97 Tempo schon unglaublich gut und dann 90 Schuss, gute Physis, gutes Dribbling, guter Passenwert. Auf jeden Fall sehr cool, leider mittelgeringe Arbeitsraten und 13 schwacher Fuß, also mal gucken, wie sich das auf die Karte auswirkt. Die Stats an sich sehen aber richtig stark aus, also wie schon gesagt, 97 Tempo, ich glaube, da kann sich keiner beschweren, dass das zu wenig ist. Der Schuss auch echt gut, er hat Weitschüsse nur 83, habe ich jetzt mit dem Maestro noch ein bisschen gepusht, also das sollte kein Problem sein. Sonst die Stats bei dem Schuss alle um die 90 rum, bis auf Volley 12 Meter, dann der Passenstat auch noch eigentlich sehr gut. 88 kurzer Pass als Stürmer, glaube ich, auch echt cool. E4 mit 86 ist auch in Ordnung. Und generell Übersicht mit 90 auch super für einen Stürmer. Ich bin ja eher so der Freund davon, der dann mit dem Stürmer quasi vorbereitet für die Flügelspieler in der 4-3-2-1. Und ja, die Beweglichkeit auch echt gut mit 92. Ein bisschen mit der Größe vielleicht problematisch. Er ist, glaube ich, 1,79. Das ist natürlich gar nicht groß, aber auch nicht klein. Das ist so ein Mittelding und ich glaube, die Mitteldinger in FIFA sind immer ein bisschen kompliziert. Also, wenn ihr so Spieler um die 1,80 habt, die könnten immer sehr beweglich sein, aber manchmal auch ein bisschen komisch. Kommen wir aber später noch zu. Sonst aber die Dribbling-Sets mit 88 Balance, 89 Reaktionen, 92 Ballkontrolle, 91 Dribbling. Richtig gut und die Physis auch sehr stark mit 87 Stärke und ja. Die Trades, er hat Flair und Außenrissschuss, also coole Sache mit Flair auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die drei Sterne schwacher Fuß und die Arbeitsraten mit ihm kein Problem werden. Ich spiele in diesem Team hier, ich spiele natürlich als Stürmer, also ich tausche ihn mit Deadwet und gebe ihm Abwehrüberlaufen, um quasi so die Arbeitsraten ein bisschen auszugleichen. Und ich bin mal gespannt, wie der so spielt, vor allen Dingen, wenn man ihn mal mit dem Bebu hier vergleicht, der ja ungefähr 30.000 Coins kostet, also überhaupt nichts. Die SBC von Marlin mit 150.000 Coins, dann schon eine gute Ecke teurer. Und ich schaue mir einfach mal an, ob sich das lohnt. Also gehen wir mal rein. Und was ich bei Marlin direkt sagen muss, ich glaube, das Tempo ist jedem klar, dass das gut ist. Also 97 Tempo, da kann sich, glaube ich, niemand beschweren. Hat sich auch wirklich genauso angefühlt. Der Schuss, auch echt gut. Die Weitschüsse, die haben es jetzt tatsächlich nicht so gebracht, wie ich vielleicht dachte mit dem Maestro. Die waren tatsächlich auf 83 vor dem Chemistry Style. Aber die habe ich dann ein bisschen gepusht. Hat aber nicht so viel gebracht. Ich habe mit ihm ein paar Longshots gemacht, die ganz gut waren, aber ich habe auch viele gehabt, die einfach in Ecken resultiert sind, wo dann nichts wirkliches bei rumgekommen ist. Aber an sich, Schusset sehr gut, guter Abschluss, hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube auch, dass ich durch die Arbeitsrate ein bisschen in seine Karten gespielt habe, weil er hat die Abwehr sehr oft überlaufen. Die Arbeitsraten waren wirklich dann absolut irrelevant. Kann ich mich gar nicht beschweren. Also ihr seht, sie hat sich wirklich sehr oft freigelaufen. Auch nicht nur einfach, dass er durch die Abwehr gelaufen ist. Generell, die Stellungsspiel von ihm war sehr gut und hat mir sehr gut gefallen. Ihr seht es jetzt auch hier mit der Vorlage, gut im Passspiel eingebunden, mit ihm kann man sehr gut passen, ist jetzt aber nicht so, dass der als ZDM spielen könnte, also das würde ich nicht versuchen, generell auch nicht so viel mit ihm auf Vorlagen gespielt, muss ich dazu sagen, aber an sich ist es alles möglich, so generell die Beweglichkeit, ihr seht es jetzt hier in diesem Clip ganz gut, der kommt ganz gut durch Spielerlücken durch, er fühlt sich sehr beweglich an, aber definitiv nicht auf dem Level von Neymar oder von dem Vinicius Junior, das sollte man auf jeden Fall beachten, aber Beweglichkeit ist auf jeden Fall da und das lässt sich mit ihm machen. Tatsächlich vom Spielstil her sehr ähnlich zu Bebu, was ein bisschen komisch ist. Normalerweise würde ich die eigentlich vergleichen. Die drei Sterne schwacher Fuß, die haben mich ein bisschen geärgert. Ich musste sehr oft darauf achten, dass ich mit rechts schieße oder halt mit dem Außenrissschuss, was dabei auf jeden Fall hilft. Denn normalerweise, wenn er mit links abschießen würde, schießt er mit dem Außenriss und die sind absolut broken dieses Jahr. Dementsprechend das vielleicht noch so ein bisschen Schadensbegrenzung, aber an sich drei Sterne schwacher Fuß ist vor allen Dingen jetzt hier Ende März vielleicht ein bisschen wenig. Und es gibt da den ein oder anderen Spieler, der da bessere hat, zum Beispiel Bebu, 4 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, vielleicht die Nase vorn, muss man sich überlegen. Ja, aber dazu kommen wir später mehr. Generell, Kata hat mir sehr gut gefallen, hat sich auch sehr stark angefühlt. Ihr habt eben den Clip gesehen, wo er sich durch diese Abwehr reingedrängt hat. Hat mir sehr gut gefallen und ich gehe einfach mal jetzt genauer auf die einzelnen Sachen ein. Ja, also wie gesagt, Marlin auf jeden Fall eine gute Karte, die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Bewegliche Spieler, immer sehr cool. Für mich auf jeden Fall, in-game zu spielen. Ist immer sehr nice, wenn die sich durch die Abwehr rein so schlängeln und dann vielleicht mit einem coolen Longshot in den Winkel hauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann man mit ihm auch auf jeden Fall machen. Man sollte die Longshots auf jeden Fall pushen. Ich weiß jetzt nicht, wie das gewesen wäre, hätte ich jetzt keinen Maestro auf ihn drauf gepackt. Ich glaube auch, dass der Maestro eine gute Wahl ist bei ihm. Sonst vielleicht ein Hawk einfach, um ihn nochmal ein bisschen besser als Stürmer zu machen. Aber an sich, Maestro war auf jeden Fall eine gute Sache. Ich sag ganz ehrlich, Marlin war eine gute Karte. Die 3 Sterne schwacher Fuß war natürlich doof. Aber durch den Außenriss-Trade und generell einfach, wenn man auf rechts spielt, dann ist das okay. Und 3 Sterne ist ja jetzt auch nicht so die Welt. Dementsprechend
gute Karte, aber ich sag ganz ehrlich, ich würde dann einfach einen Bebou nehmen, der von den Sets her ähnlich aussieht, vielleicht ein bisschen schlechter im Schießen, aber auf jeden Fall dann mit den 50ern schwacher Fuß und den besseren Arbeitsraten auf jeden Fall die bessere Variante, auch wenn man den Preis so ein bisschen beachtet. Also 30.000 für Bebou ist, glaube ich, ein heftiger Preis. Malen mit 150.000, vielleicht wegen den Links noch ein bisschen besser, muss man überlegen. Ich glaube, Malen kann man auf jeden Fall einfacher in die Teams packen. Ich habe jetzt hier auch den guten Chong drin. Auch schwierig immer den einzubauen. Dementsprechend bin ich froh, dass ich da Malen hatte. Ja, an sich gute Karte, die sich lohnt, aber es ist einfach doof für Malen, dass Bebou so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ich gebe Malen eine 8 von 10 tatsächlich, was die Qualität angeht. Preis-Leistung ist schwierig. Also ich habe jetzt für ihn nichts bezahlt. Ich hatte halt tatsächlich einfach sehr viele Karten untradable im Verein. 150.000, aber ein Preis, bei dem ich erstmal überlegen würde. Wenn ich ein Bundesliga-Team habe, dann würde ich ihn tatsächlich machen, wenn Bebou auf jeden Fall nichts für mich ist. Das ist ganz wichtig. Ich würde ihn machen, er ist ein guter Bundesliga-Stürmer, er ist mit der beste Bundesliga-Stürmer. Ich würde einfach mal sagen Top 3, aber die Sache ist, Bebou ist halt auch noch da. Dementsprechend preis-leistungstechnisch nur eine 7 von 10. Ich glaube, der Preis ist absolut in Ordnung. Ich denke, wir haben alle sehr viele Untradables im Verein. Auch generell die Informs sind auch jetzt gar nicht mehr so schwierig zu bekommen. Generell eine Weekend League und man hat eigentlich 3 Informs, die man zur Not auch verkaufen kann und dann auch mal gut und gerne 50.000 für die SBC ausgeben kann. Also ich würde sagen, Malen auf jeden Fall eine gute Karte. Leider konkurrenzmäßig nicht so gut, weil es einfach so gute Bundesliga-Stürmer gibt, die einfach so wenig kosten. Generell auch die Bundesliga perfekt für irgendwelche günstigeren Teams. Ich sag's hier, der Silas, den habe ich damals untradable gezogen. Auch sehr cool, kostet auch so gut wie gar nichts. Es gibt in der Bundesliga wirklich so viele Spieler, die einfach den Job richtig erledigen können und einfach auch so gut aussehen. Auch dieser Emre Can mit 50.000, wahrscheinlich sogar weniger. Ich habe jetzt nur die erste reingeguckt. Super gut und ich würde sagen, die Bundesliga ist es auf jeden Fall mal eine coole Karte, die man machen kann, wenn man ein Bundesliga-Team hat. Aber auf jeden Fall nicht der beste Bundesliga-Stürmer, sollte man da auf jeden Fall beachten. Vielleicht durch die Upgrades, ich bin gespannt, wenn er ein Plus 3 bekommt, auf jeden Fall nochmal eine Überlegung wert. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kuss geht raus.